wir brauchen den Schatz. Wisst ihr nicht, dass es verboten ist, in Gottes Haus so zu tuscheln? Nimm, was du willst, Heidin. Aber lass uns in Ruhe. Du musst die Äbtissin sein. Warum versteckt ihr euch in einer verfallenen Kirche? Wir verstecken uns nicht. Wir wollen diesem Schier in diesem unheiligen Krieg den Rücken kehren. Aber in der Eile habe ich meinen Stab verloren. Er ist den Wachen in einem Lager unweit von hier in die Hände gefallen. Ohne ihn werde ich nicht gehen. Ein gewagtes Unterfangen für drei christliche Schwestern. Was ist euer Plan? Wollt ihr sie mit Bibelzitaten langweilen, bis sie ihn freiwillig rausrücken? Ängstige dich nicht und verzage nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehen magst. Das könnte klappen. Aber besser wäre es, ich hole den Stab zurück. Du würdest uns helfen? Mercische Soldaten sind eine gute Leibesübung. Und eure Lage lässt mich nicht kalt. Zeigt mir den Weg. Wie lange seid ihr schon auf der Flucht? Es müssen Wochen sein. Wir hatten keinen Plan, keine Hilfe. Wir wussten nur, dass wir aus Legrakester fliehen müssen. Ob nun Burgred auf dem Thron sitzt oder einer von euch, es wäre gleichwohl ein gottloser König. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Die werden sofort angreifen. Das ist das Lager. Einer von denen hat meinen Stab. Der Stab der Äbtissin muss irgendwo in diesem Lager sein. Stab. Ich habe ihn. Los! Nichts wie runter zum Fluss! Ich habe noch nie Schwestern wie euch gesehen, die mit bloßen Fäusten bewaffnete Männer angreifen. Durch ihn, der mich stark macht, vermag ich alles. Wir Christen nehmen so etwas problemlos selbst in die Hände. Wir sind fast da! Lincoln Schier ist auf der anderen Seite! Habe ich alles gesehen. Das ist weit genug. Schwestern, versammelt euch. Beten wir zu unserem Herrn und danken ihm, dass er über uns gewacht hat. Hier, dein Stab. Der Herr sandte mir eine Hirtin, um mir zu helfen, meine Herde zu hüten. Danke. Das hättest du nicht tun müssen. Das stimmt wohl. Ihr wärt vermutlich auch ohne mich zurechtgekommen. Nach dem heutigen Tag sehe ich christliche Schwestern in einem völlig neuen Licht. Ich werde Heiden von nun an auch mit anderen Augen sehen. Leb wohl.